Ich war immer vom Eishockey begeistert. Das ist die schnellste Sportart der Welt. Und dann hat mir das Eishockey-Fieber gepackt. Ich habe mir gedacht, da muss man sich engagieren. Ich wollte auch im Eishockey spielen. Er liebt Eishockey. Und für Eishockey wird er alles machen. Es ist eine Mannschaftssportart. Allein spielen ist langweilig. Wo man nicht nur für Sport was lernt. Also toll finde ich, wie die schnell spielen und alles, wie die Schritte laufen. Sondern auch menschlich. Er ist selbstbewusster geworden. Er hat viel gelernt. Füreinander einstehen, Regeln befolgen. Die Eishockey-Fangemeinde ist eine wahnsinnig nette. Man leidet gemeinsam, man feiert gemeinsam. Ich bin als Bub in der Fankurve gestanden und habe mit den Fans die Lieder gesungen. Und ich bin immer noch so. Das ist meine Passion, der Sport, aber vor allen Dingen auch dieser Club, der EV Ringsburg. Die Eisbären sind für uns ein Aushängeschild, wie im kulturellen Bereich die Domspatzen oder wie die Steinerne Brücke oder Turn und Taxis. Die Eisbären stehen für Regensburg. Das ist ein elementarer Bestandteil hier in der Stadtkultur. Und Ringsburg hat schon immer eine herausragende Nachwuchsarbeit gehabt im Eishockey. Das ist das Fundament des gesamten Eishockey-Standorts. Bis rauf zur Profimannschaft sind eigentlich deshalb so erfolgreich, weil wir auf die Jugendarbeit bauen. Wir sehen den Profisport nicht als einziges, sondern es ist absolut eins mit der Nachwuchsarbeit. Und deshalb genießt es einen extrem hohen Stellenwert. Also wir trainieren vom August bis März immer auf dem Eis. Dann haben wir einen Monat Pause im April und dann fängt das Sommertraining an. Wenn du nur noch im Winter trainierst, dann kannst du nicht da hinkommen, wo wir jetzt sind. Sau wichtig. Erstmal muss man ein Athlet sein. Dann gehen wir halt manchmal auch in den Kraftraum. Man kann ja da richtig Muskeln aufbauen und so. Ein guter Eishockeyspieler wird im Sommer gemacht. Einen 5-Sterne-Stützpunkt des DEB in der Jugendarbeit macht aus, dass wir wirklich in allen Bereichen, von der Lauflernschule bis rauf zu U20, die strengen Anforderungen des DEB-Zertifizierungskatalogs erfüllen. Da musst du so und so viele Eiszeiten haben, so und so viele Trainer haben. Das ist ganz, ganz vielschichtig. Die 5-Sterne-Zertifizierung haben wir seit der Erstzertifizierung jedes Jahr halten können. Und es zu kriegen, ist einfacher oft, als wie das zu erhalten. Es ist momentan die höchstmögliche Zertifizierung. Wir gehören also dazu den Top-Clubs in ganz Deutschland. Also die Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen ist uns nicht nur auf dem Eis wichtig, sondern auch neben dem Eis. Wir haben eines der modernsten Sportinternate in ganz Deutschland, wo unsere jungen Eisbären nicht nur die optimale sportliche Förderung haben, sondern eben auch die optimale schulische Förderung, die optimale pädagogische Betreuung. Ich wohne im Sportinternat Regensburg, seit 3 Jahren jetzt schon. Das ist wirklich schön. Du hast immer deine Freiheit, Einzelzimmer, kannst immer deine Privatsphäre haben und trotzdem bist du halt mit 30 Jungs immer in Kontakt. 500 Meter von der Donauarena entfernt, man ist echt in 2 Minuten, ist man direkt im Stadion. Wir haben auch betreute Wohngemeinschaften mit den Spielern, die vielleicht nicht ins Internat wollen, aber auch zum Beispiel die Vermittlung von Lehrstellen, die Zusammenarbeit mit der Hochschule, wenn es in den Bereich des Studiums geht. Für Nachwuchsförderung ist Regensburg einfach Stadt Nummer 1. Ab der U17, da wird es dann Leistungssport. Da geht es dann über, dass du dich wirklich dazu entscheiden musst und dass du es wirklich wollen musst. Im Bereich U15, U17, U20 konkurrieren wir ja mit den ganz großen Namen in Deutschland, mit Mannheim, mit Köln, mit Berlin, mit Düsseldorf. Da sind wir natürlich irgendwie so ein bisschen das kleine gallische Dorf, aber genau diese Funktionalität bietet für die Kinder und Jugendlichen eine enorme Chance. Er kann sich über unsere Oberligamannschaft noch weiterentwickeln. Wir können das als einziger der 5-Sterne-Standorte in Deutschland bieten, weil wir als einziger Oberligist ein 5-Sterne-Standort sind. Ich hoffe, ich werde dann in ein paar Jahren dann hier Oberliga spielen. Es ist natürlich wichtig, eine Vision zu haben, ein Ziel. Ja, mein Traum ist halt, ein Eishockeyspieler zu werden. Mein Ziel wäre, dass ich irgendwann, wenn ich mal in der Rente bin, sitze ich da und schaue da runter und am liebsten sehe ich nur Ringsburger Jungspiel. Wir wollen dauerhaft in Deutschland im Nachwuchs einer der Top-Standorte bleiben und sein. Das ist unser Ziel. Jeder Spieler, der wo rauskommt und jeder, der einen Weg gehen kann und jeder, der seinen Traum leben kann, das ist, glaube ich, so das, für was du jeden Tag aufstehst und arbeitest. Also das war wirklich eine gute Entscheidung, hier zu kommen. Das bringt mir dann die Energie und das Feedback, dass ich einen guten Job gemacht habe. Das ist meine Leidenschaft. Es ist einfach wie eine Eishockey-Familie. Wir wollen einfach noch viel, viel mehr Kinder für den Eishockeysport begeistern, viel mehr Ehrenamtliche mitgewinnen, viel mehr Sponsoren gewinnen. Wir wollen einfach, dass Eishockey wieder den Stellenwert bekommt, den es verdient hat als wirklich schnellste Mannschaftssportart der Welt, auch im Jugendbereich.